70 Kubik Unterbodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist not bad crime. Ja, Digga, ich bin jetzt in der Woche nicht. Los, geh mir gleich kurz Klaus holen. Geh mir gleich kurz Kippen irgendwo holen. Warum? Ich geh mal ab. Reicht doch. Wir machen jetzt kurz den Motor und dann... Danach. Danach? Okay. Auf meinen Nacken? Nee. Auf Jakobs. Schrei mich nicht so an. Moin Moin, herzlich willkommen. Es ist noch kälter als letztes Mal. Bamet ist auch da, deswegen ist es noch mal extra kälter. Als draußen. Was? Ey, draußen ist es kälter als nachts. Nachts ist kälter als draußen. Deswegen nehmen Leute auch ihr Haus mit rein. Hör auf, Mann. Du machst auf jeden Fall die Lager rein. Ich mach die Lager rein. Und ich prügel die Welle rein. Ja. Hey, boy. So. Also, Motor Alter. Heiß. Lager kalt, ne? Hammer regelt's auch. Es gibt auch so eine Presse hier, ne? Mir scheißegal. Aber vorher ein bisschen sauber machen. So. Du bist ja nur am Rochen, ne? Rache. Rache. Voll in Tee rein, Alter. Ja, kann man da trinken? Weiß ich ja nicht, Digga. So, du. Dann mach mal heiß, ich hol die Lager. Ja, komm. Ja, die ganze Zeit. Pass mal. Digga, reicht. Ist heiß, oder? Warm, ja, ist warm. Oder? Bruder, das ist nicht warm. Guck, ich wusste es nicht. Ich hab die ganze Zeit im Kreis. Du hast irgendwo anders hingehalten, glaube ich. Ja, hast du durchs Loch gefilmt? Ja, ja, ich zeig dir kurz. Warte, zeig mal den Föderbogen. Mach mal. Ja? Da hast du irgendwas verkackt. So, jetzt hier. Ja, tu mal gerade. Wie geht das aus hier lang? Mitte. Mitte. Luis? Luis? Boxing! Hau ihn! Nee, musst du mal raus. Boxing! Quatsch, Digga, Gummi am Mann, gib ihm! Ja. Jetzt tu gerade den Motor. Bam! Drin die Olga. Ja, das ist. Hätte ich auch geschafft. Ist mehr als drin. Meine Finger, die sind so kalt wegen diesem Scheißspray. Soll ich ein bisschen warm machen? Hör mal. Mal sehen, was wird. Warte, lass mal ein bisschen. In der Mitte kalt und aus dem Fall. Echt? Nein. Das ist krass. Boah, ein bisschen. Ich hab einen kleinen Gummi nochmal genommen. Okay. Ja, der ist ja auch reingeflutscht, ne? Hat man ja. Super. Super. War richtig toll, ne? Super Sache. Super. Willst du noch Tee? Ja. Jetzt Tea Time. Boah, ist schön warm. Schön heiß. Okay. Will den Block auch ein bisschen Tee? Nein, der will kein Tee. Ah! Oh, das ist der Kolben von der XC, ne? Ja, von der XC. Von der XC, ne? Nein, das ist meine Lage von der XC, Digga. Das ist der Kolben Bolzen von der XC, Digga. Jo. 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 Wir schauen mal, ne? Ja, mal kurz mit. Was? Wir freuen uns. Wir schauen mal, was wird. Das wird. Wow!
Ja, du so. Direkt ganze Augenbrauen. Ey! Hallo! Direkt ganze Augenbrauen weggeschmolzen. Ich hab das Kabel nicht schmilzt. Digga. Ich hab meine Augenbrauen weggeschmolzen. Ist da Flüssigkeit drin? Jalla! Nein! Oh, Luis! Oh! Hä? Bitte nicht! Oh, jalla! Sauber! Das ist so da reingeflutscht! Sauber! Nein, hau auf! Das muss ich langsam abkühlen. Oh. Sonst verzieht sich das. Ich schwöre! Wenn du jetzt richtig zusammenballerst, dann... Wie Fahrradreifen. Was? Wie Fahrradreifen. Okay, den Rest machst du selber, Jakob, ne? Hau rein. Ja. Oh, Alter, willst du Chips? Oh. Willst du Chips? Nee. Sind da Chips drin? Aber sind da Chips drin? Da sind noch Chips drin. Willst du keine Chips? Nee. Kuhwelle falsch rum hier rein. Ja. Und dann die Seite mit dem Block nach außen, so drauf, weißt du? Also falsch rum alles. Ja, stimmt. Nein, hier jetzt die Welle rein, mit der Waagelseite, durch dieses süße Loch. Und dann den anderen Block, wieder Lager warm, Welle kalt. Und dann drauf. Und dann nur anziehen, halt gleichmäßig jede Schraube anziehen, damit der nicht... Weil wenn er warm ist, dann kann er sich verkeilen, weil das dann halt, wenn das warm kalt, ne, dann warm dehnt sich aus und kalt zieht sich zusammen. Wenn das dann noch warm ist, der Block, du ziehst ihn hier viel mehr an als auf der anderen Seite, dann kann er da halt sich verkeilen und dann ist der Block tot. Also, das wollen wir nicht, deswegen machen wir immer eine Umdrehung überall, dauert zwar ein bisschen, aber dann sind wir. Ja. Ich weiß nicht, ich bin, oder? Juckt mich auch eigentlich gar nicht, aber ich mach's für Geld. Wäre eigentlich nicht. 10.000. Ah. Wegen mir. Muck mal jetzt nicht wegen 10.000. Lass uns doch Musik hören. Bist du abgehoben? Ne, der will gar nicht mit chillen, der will nur noch Videos machen. Scheiße, Alter. Was? Laberst du? Bei Gott, ich schwöre, du bist immer der, der nie Zeit hat. Ja, was soll ich machen? Du fragst mich. Du hast nie Zeit, Digga! Frag mich einen Tag vorher, ob ich Zeit hab, Digga. Junge, am Wochenende. Hä? Also, wer ist der Hurensohn? Stimmt. Jakob ist der Hurensohn. Da bin ich leider anderer Meinung. Weißt du noch, wo wir Dings waren, probiert? Oh. Und dann haben wir seine Mutter gesehen. Ganz oben bei Big Mama. Ey, lach mal. Bei Big Mama. Aber die ist kleiner als von Aerox, ne? Nein. Doch, ich schwöre. Nein. Die war doch... Klein und dünn. Da stehen wir drauf. Da stehen wir drauf. Sollen wir Nadellager jetzt drin lassen? Ja, klar. Ich mach die Welle rein. Gib mal einen Handschuh. Nimm mal den auch noch. Nee. Du musst näher dran, Digga. Die Luft geht so schnell ab. Alter, die Luft geht so schnell ab, Digga. Das ist nicht mehr warm hier. Du musst richtig nah dran. Deswegen hat das doch eben nur funktioniert. Machen wir so rein, ne? So rum. Oder sollen wir so rum rein? Ja, so ist gut. So ist gut, ne? Ja. Mach so rein, einfach hier. So. Eigentlich, wenn ihr euren Block spaltet, ne, und macht Lager und Welle neu. Aus, macht Lager und Welle neu, dann macht immer, achtet immer drauf, auf den Lagern ist immer auf der einen Seite so eine kleine Schrift, also ganz dünne Schrift oben drauf. Guckt immer, dass die nach oben zeigt. Also, jetzt in dem Fall nicht wie bei uns, sondern... Also genau nicht so wie hier. Aber also wenn ihr das nicht macht, ist das auch nicht schlimm, aber man sagt halt in der Regel immer, dass die Schrift da oben zeigt. Ja, aber bei den Lagern ist jetzt egal, es gibt noch so irgendwie Polymerkäfiglager oder so. Ja, da musst du halt, wichtig. Deswegen... Nur weil ich das Nasenspray benutze. Was? Was machst du denn? Das Nasenspray benutze. Wo? Du musst eh nur hier kalt machen. Da. Ja, schauen wir hier auch noch ein bisschen. Nein, Quatsch. Doch hier noch ein bisschen. Mach mal kalt.
Er soll mir einfach meine Route kalt machen. Und dann deine Route? Passt sie da durch? Nein. Doch. Viel zu klein. Also mein Bügel. Der Bügel. Er macht kalt jetzt. Immer schön gleichmäßig. Überall. Schön frisches. Abfahrt. Abfahrt. Kollege. Rinder. Ja, das war's jetzt schon. Das war jetzt auch schon wieder vorbei. So, jetzt könnt ihr abschalten. Abschalten. Noch ein kleiner Netz, der echt nicht ausruhen geht. Krass. So, den Hammer. Ich hab doch diesen HZ. Okay, auf welche Seite machen wir jetzt Dichtpaste? Auf die oder auf die andere? Auf beide. Auf beide? Ja, das hab ich auch gemacht, auf beide. Auf beide? Du kannst auch, reicht eigentlich, wenn du hier machst. Guck mal hier, ja. Max. Yeah. Wo ist das? Haben wir bei uns auch so gemacht. 100%. Hab ich noch nicht gesehen. Heißt ist ideal, Alter. Soll ich denn jetzt gucken? Ich kann das doch. Ja, hier. Doktor. Krass. Ach so, machst du dich Spaß oder nicht? Ich mach das. Ja, okay, gut. Muss ich mir keine Finger drin schauen. Der Jakob macht das jetzt nicht, weil das ist halt unnötig, wenn das jetzt in die Hose geht. Das kann man nicht so schnell wieder gut machen. Aber gleich kannst du Vario und so einbauen. Was wird miese? Wenn der Schaum sich in die Hand nimmt. Kollege? Der sieht Schaum da links rein, Junge. Wie kriegt er so noch hin? Achte auf deinen Ausdruck. Und wieso? Das kommt überhaupt schon raus, oder muss man da erstmal was reinstechen oder oben ein bisschen abschneiden, glaube ich, ne? Ach so. Ah ja, stimmt. Du hast mich gefegt. Schleich. Ja, und merkt euch, wenn ihr da Dichtpaste drauf macht, ne? Ist eigentlich egal welche, aber... Nein. Ach, Silikon. Der labert wieder. Aber Silicon Valley. Aber ist egal. Die nehmen das da, eh nicht als Tutorial. Wenn ihr da Dichtpaste drauf macht, also Dichtpaste, ne? Dann, Junge, noch einmal da hinfließt, ne, wenn ich rede. Junge, guck mal, also, wenn ihr da Dichtpaste drauf macht, ne, verteilt immer schön, dass überall gleichmäßig Dichtpaste ist und guckt, also, wenn ihr ein bisschen die Welle berührt mit Dichtpaste, ist auch egal, weil, kostet ja nichts. Weil Dichtpaste... Schlag die Kamera, Mann, nicht! Dichtpaste wird direkt verbrannt, also, wenn ein bisschen an der Welle ist, ist auch nicht schlimm, also, juckt dich, hab ich auch, ich hab die halbe Welle voll gehabt, aber das wird direkt verbrannt. Das echt? Ja, das ist scheißegal. Schön. Ja, Junge, Jakob, ohne Spaß, das ist gleich so ein Leberhaken von mir. Kennst du das Video, wo der so richtig clean macht? Ne. So richtig direkt, komplett perfekt. Von Instagram. Ne. Kennst du das nicht? Mach noch ein bisschen mehr da. Das hab ich dir doch geschickt, du Affe. Oh, keine Ahnung, ich hab viel getrunken in der Zeit. In letzter Zeit? Meinst du nicht, du trinkst nicht? Du schon. Mach ein bisschen mehr. Nein. Guck mal hier, wie wenig du da hast, Digga. Warte doch mal. Mongo! Das ist schon alles ein bisschen viel, glaube ich. Digga, so viel gibt's nicht. Auf da. Real. Wo, gib mir mal so ein legales Stück Kette. Oder ist da eigentlich ausgelaufen? Ach, das von anderer Seite. Ja. Was ist das? Wow. Boah, ist das viel, Digga. Verteil hier auch noch. Wow. Verteil überall bitte. Heide, Jungs, heide. Guck. Heste. Oioioi. Nee, warte, halt Block fest. Nee, nochmal, mach nochmal hoch, das ist quatschig. Ja. Mach nochmal heißer, weil bevor wir hier irgendwas wieder... Ja, ich mach auf jeden Fall heiß genug. Lager abziehen. Dann mach ich aber kälter. Ja, komm. Warte, kurz abwarten. Drück rein. Schwamm. Bremst dich, ey. Mach nicht so viele Bremsen. Egal, Schwamm. Wie viel ist da noch? Das schaffst du nicht mit dem Schwamm. Klar. Hör auf, Dinge verkürzt sind. Also so viel ist da nicht mehr. Schwamm, ich bin im Brand. Wenn es so nicht geht, dann anders. Ja? Oh, gut, das ist schon auch ein bisschen. Aber bei mir haben wir die auch schon gemacht, Schwamm. Nee, geht nicht. Ich abschneide es immer gleich. Doch, mal abmachen, ja, ja, oh mein Gott. Drücken wir dabei ein bisschen. Digga, was ist das für eine Kacke?
Hurensohn, Alter, warum klappt das denn sonst? Immuniert sich. Ach so, die warte, was mit der? Diese Passhülsen. Ja, für Luft. Ich bin nur in der Luft. Ja. Alles klar. Top. Ja. Ich mach erstmal, dass die alle packen. Ey, Jule und so haben so YouTube-Videos von dir geguckt. Jule? Ja. Grüße geht raus, falls du das Video guckst. Oder der hier, deine. Ja, hier, guck mal, ich hab die Schrauben. Alter, leicht geölt. Ich hab die Schrauben jetzt geistkrank angezogen, ne? Und du kannst dich, wenn immer noch drehen, das wird einfach wichtig. Ja. Das ist richtig. So, nicht so wie bei deiner. So muss das sein, Digga. Bei mir, ich hab die Hand festgemacht, die Schrauben. Und du konntest die Welle kein Millimeter mehr bewegen. Ja, weißt du warum? Ja, weil das verklemmt war, alles verkalt war. Ja, weil das Lager war noch nicht richtig drin. Und jetzt habe ich die Schrauben geistkrank festgemacht, obwohl der Block noch warm ist und so. Du kannst jetzt immer noch hier easy bewegen, die Welle. Das heißt, das ist auf jeden Fall richtig. 10 Minuten schon abkühlen und dann Sachen verbauen. Ja. Erst Zylinder drauf oder was? Naja, erst Simmeringer, ne? Digga, ist hier eigentlich irgendwie. Das ist doch Getriebe hier, ne? Ja, klar. Warum ist da denn keine. Hier muss. Da ist eigentlich ein Schlauch drauf, wo ihr den geht, das weiß ich nicht. Ja, wir haben das abgemacht. Ah, okay. Aber immerhin wissen wir, dass da vorher Öl drin war. Das ist auch gut. Du kriegst ein bisschen Öl von mir geschenkt. Oh. Bisschen 80 wie 90. Das ist aber gut, dickes Öl ist immer gut. Wisst ihr, wofür das steht? 80? Für das W? Bei 80 W 90? Nee, erzähl mal. Für Winter. Echt? For real, Digga, es macht so keinen Sinn. Ja, Digga. 80 Winter mal 90. Nein. So lange hält das Öl. Warum heißen die denn immer. Hä? Das macht wirklich keinen Sinn, Digga. Gibt's auch 40 S. S30 oder was? S ist Sonne. Sommer. Ja, Sommer, Sonne, Sonne. Für Sauna, weißt du? Das ist nur für Sauna. Labarababa. Labarababa. Den Roller darfst du nur in der Sonne fahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, okay, gut. Wenn das eine fehlen würde, wäre. Das ist aber bei mir, Alter, ich mach den fest. Nee, locker, ne? Ich mach den locker und die war so geistkrank fest, Junge. Ich mach die so locker, tong, ist dieser Schlüssel einfach abgebrochen. Hing einfach im Block drin, Alter. Die kriegt nur das Wahre, oder? Natürlich. Was kriegt die? Hast du eine Spritze? Nur das Wahre. Hey, hast du eine Spritze? Von Action Action. Hast du eine Spritze? 53. Lass ein bisschen mit. Hast du eine Spritze? Ja, ich hab's safe. Dann lass mit einer Spritze da ein bisschen nehmen. Muss mal gucken. Hier von Heroin. Digga, wie geht das? Ich hab's schon verlernt von meinen alten Crackzeug. Von deinem Hero. Hier, boah, Digga, soll ich dir mal. Digga, verpiss dich, Digga. Darf ich ein bisschen Tee haben? Ey, stell dir mal vor, das steckt man in deine Eiche rein. Alter, ein bisschen Insulin spritzen oder? Ich mach das. Jetzt den, nein, lauf. Egal, gib das erst hier rein. Ist nicht meine Urlaub, nein. Alter. Hast du das? Kollege. Ich weiß nicht. So voll ist das nicht, glaube ich. Dann kipp ein bisschen. Ja, oder ich bin nicht so gut. Alter, warum funktioniert das denn so gut, Alter? Oh mein Gott. Natürlich, mega. Das ist schon eine super Spritze. Das reicht schon. Das arme T-Shirt. Egal. Kleine. Eine Dosis Öl in dich, Junge. Reicht. Quatsch, Junge. Hä? So viel gibt's nicht. Viel hilft viel, Junge. So, jetzt. Nehmen wir um den. Ja, warte, lass mal ein bisschen sickern. Sonst läuft's gleich alles wieder raus. Wie viel Geld müsst ihr geben, Bert, damit ihr das in den Bauch spritzt? Diese 10 Milliliter Öl. Ah, Digga. Gar nichts. Gar keinen Fall, Junge. Ist halt gut. 10 Milliliter, Digga, kann ich dir immer in die Wange spritzen. Das wäre hart. Ich guck mal, Magic, Hex, Easy Boost für Simmeringe. Gut. Hier sind so schöne. Oh mein Gott. Kleine auf der Seite. Die Spritze hat auch ein kleine auf der Seite. Ja, ich weiß. Das sind jetzt die von Stage 6, haben wir noch nie benutzt, aber ist ja wunderbar. Genauso scheiße. Genauso kacke. Ja. Junge, bist du blöd? Ja. Eigentlich nur hier, aber gut. Geht auch so. Was bleibt da jetzt für immer? Ja. Ja, ist drin. Super. Dafür ist er gut. Der kostet zwar 24 Euro, aber wer einmal den hat. Warte, lass ich noch ein bisschen kloppen. Das ist doch super, Junge. Ja. Ja, mach mal. Lieber mega. Ein paar Mal zu viel als. Ja, ein paar Mal zu wenig, ein paar Mal zu wenig. Geht schon direkt besser, habe ich das Gefühl. Ja, das ist ja auch Sinn der Sache. So, dann machen wir hier noch ein bisschen. So. Vollgas.
warte. Warte mal. Ist das richtig? Ja, klar. Das ist so die Kerbe da. Na, wo war denn da die Kerbe? Oder du kannst sie noch nicht weiter reinholen als hier. Ja, ja, egal, mach einfach. Der ist drin, wir geben dem aber trotzdem noch ein paar Bomben. Ne? Ein paar Bomben. Ja, der ist so doll drin. Ja, das wird hier verloren. Was habt ihr das hier? Alte Getriebe? Ja. Warum ist das denn so clean aus? Ja, das, der Motor wurde vorher schon mal gemacht. Die, das ist auf jeden Fall neu, Digga. Die war auch so easy zum Spalten, der Motor, weißt du? Das ist aber auf jeden Fall neu hier, Digga. Das ist, ihr habt euch so einen abgeworfen. Weißt du noch, bei der Aerox, beim Spalten von dem Motor, Digga, wir haben uns auch so einen abgeackert. Boah, der wollte einfach bam, 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 und irgendwann geht's baff von der Liste runter. Wir haben schon aufgegeben einmal. Und dann sind wir eine Stunde oder so drauf umgehauen. Ohne Witz. Und hier ging super? Ja, komplett, direkt abgeflogen. Ja, von der Aerox war auch never vorher. Nein, Ohren zusammengebaut. Guck mal, oha, lässt gut drin, ja? Ja. Mit Simmering. Das ist super. Das ist super, und? Warte, warte. Das ist da drin, die alte Kurbelwelle. Die Ohri. In der Kiste. Ja. Mit Kiste. Da hinten hier. Okay. Warte. Noch mehr. Lass mich kurz holen. Hier, guck, Digga, die ist auf jeden Fall nicht von 1996. Oh, die sieht aber clean aus. Ja, eben. Kauf die, das ist super. Boah, sieht aber sehr clean aus hier. Ja. Hammerhart, Junge. Geiles Teil. Einmal sauber. Wolltest du einmal so Kreuzschiff? Okay. Ja. Damit das Öl da so hängen bleibt, damit der immer schön geschmäht ist. Weißt du? Ja. Dann bleibt das Öl in der Laufbahn hier in dem Kreuzschiff drin. Dann ist der Kolben halt mehr geölt. Also das geht aber nach der Zeit weg. Also aber das kann man neu machen. Ja, okay. ja. Klar kann man neu machen, aber hat man keinen Bock drauf. Ja. Hier, guck, zum Beispiel da ist das nicht drin. Hat er, aber nicht mehr so krass. Ja, aber das ist halt auf jeden Fall Kreuzschiff, eigentlich immer ruhig. Guck mal, wie geil das aussieht, mit diesen orangen. Wo ist jetzt das Kreuzschiff? Ist das an der Seite hier, diese beiden? Nein, siehst du, in der Laufbahn, die Laufbahn, das ist doch so kreuzgeschliffen. Ach so, Aloy, ja, ich seh's, ja. Krank. Da ist auch wieder Strich. Ja, hier sind auch wieder Schriften, auch immer nach oben. Okay. Das ist krass, wie schnell das geht, ne? Ich dachte, wir sind gerade erst am Anfang. Nein, Mann.